Nix, oder? Ich glaube nix. So, dem seine Quest hier, die will ich jetzt nicht machen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da muss ich irgendwelche Fungus sammeln. So, und das ist jetzt eben dieses Holzfällen. Da gibt es auch noch anderes, Esche sammeln und so. Ich mache das jetzt einfach mal hier am Anfang. Aber der macht das mittlerweile automatisch die ganze Zeit. War das früher auch schon so? Weiß ich gar nicht. Holzfällen ist auf Stufe 2 aufgestiegen. Jetzt ist mein Holzfällen eben auf Stufe 2 aufgestiegen. Diese Anfangsdinger hier, wie Esche, kann ich noch die ganze Zeit sammeln, ohne Probleme. Die sind für Stufe 1. Andere Gegenstände, oder was heißt Gegenstände, andere Rohstoffe, genau, Rohstoffe, die kann ich dann zum Beispiel erst ab Stufe 14 oder so benutzen. So, jetzt benutze ich auch mal mein Pferd, weil das verschwindet nach einem Tag. Deswegen benutze ich das jetzt auch gleich mal und renne damit zu Loga. Quatsch, doch, ja, nee, nicht zu Loga, nach Loga zu George. Hab auch momentan nur eine Quest und die führt mich sowieso zu George. Also muss ich sowieso zu dem. So. Hier kommen jetzt vielleicht sogar gleich neue Gegner. Hier, Jungbär. Den werde ich auch schon schaffen, glaube ich. Ja. Unter Umständen schon. Der ist Level 5. Ich glaube, den würde ich schaffen. Was ist jetzt? Jetzt hat es wieder kurz geleckt. Aber das macht jetzt nicht so viel. So. Jetzt bin ich auch da in Loga. Oh, cool. Pferd ist sogar über den Dings da drüber gehüpft. So. Wo ist denn George? Der wurde noch nicht geladen, scheinbar. Der müsste nämlich hier eigentlich sein. Den kenne ich sogar noch. Ach, da ist er ja. Gab es jetzt kurz einen Grafikfehler, aber egal. Hier ist George. Regulärer Bericht zur Pioniersiedlung. So. Und wieder ein Level aufgestiegen. So, dann nehme ich noch gerade die nächste Quest an. Steigere meine Fähigkeit. Oh, neue Skills. Ein neuen Skill. Donner. Wenn das Ziel bereits geschwächt ist, werden ihm 130% Schaden basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe und eine Benommenheit für 2 Sekunden zugefügt. Benötigt eine Einhandwaffe. Jo. So schlecht nicht, aber dafür muss der Gegner erstmal geschwächt sein. Ich steigere jetzt zuerst mal die anderen Fertigkeiten. Und ja, steigert hier auch mal noch ein bisschen. Auf Stufe 3 reicht. Nee, komm. 4. Okay. So, dann mache ich die Dings hier mal noch da unten rein. Ich tausche das mal mit Raserei, weil Raserei ist ja nur so ein Zustands Fähigkeit, Fertigkeit. Wow, hier ist jetzt dieses Dings da im Bild gewesen. Was muss ich denn jetzt machen? Versteigerung. Begebt euch in das Gebiet bei der Windmühle im Westen von Loga und sucht Uschel. Okay, das ist kein Problem. Das mache ich jetzt mit automatischer Bewegung. Er ist. Boah. Meine Güte, meine Stimme versagt. Er ist der Organisator des Auktionshauses. Fragt ihn, ob die goldene Statue bereits versteigert worden ist. Okay, das werden wir doch jetzt auch mal machen. Hier ist er. Uschel. Ja, was will ich? Ich will die Heiltränke, ganz klar. So, den Brief hier, den muss ich jetzt wahrscheinlich zu George bringen, oder? Ja. Ne, schaut im Briefkasten nach. Muss ich zuerst zu meinem Briefkasten, dann bekomme ich jetzt wahrscheinlich auch gleich mein Haus. Hier ist der Briefkasten. So, Quest abgeschlossen. Okay, gib mir meinen Briefkasten, gib mir eine neue Quest. Ist auch mal was. Kann ich auch mit Pferd springen? Ah, ne. Mit Pferd kann ich nicht springen. Aber mit Pferd kann ich hier diesen coolen Stunt da machen. Egal. So, Rückgabe der goldenen Statue. Kann ich mir jetzt gleich wieder was aussuchen? Ich hole wieder die Medizin. Und noch eine Quest. So, was ist das jetzt? Hausengel. Besucht den Hausengel Meido auf, um zu erfahren, wie man ein Haus erwirbt. Ah, dann bekomme ich jetzt mein Haus. Das ist doch mal nicht so schlecht. Das hängt ja hier an diesem Ding. Ist okay, dann renne ich selbst, statt automatische Bewegung zu benutzen. Hausengel. So. Bla bla bla.
Und jetzt habe ich mein Haus, oder was? Das Transportportal registrieren. Achso, jetzt sehen wir den Hund aus dem Tutorial wieder. Der steht nämlich am Transportportal. Aufgepasst. Hier, gleich da. Da ist er. Sturebold. Okay, der heißt jetzt, glaube ich, anders wie vorher, aber sieht genauso aus wie der Hund. So, ich müsste das Dings hier registrieren. So, hier dieser Hund, der gab es ja im Tutorial, sah der genauso aus. Das Transportportal registrieren. Gut, die Quests werden abgeschlossen. Jetzt habe ich im Moment gar keine Quests. Und das ist es dann auch jetzt vorerst mal mit Let's Play Runes of Magic. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.